Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer Folge von Hide and Seek, meine Freunde. Was geht? Wir befinden uns hier auf der Craft Attack Map mit dem Pflanzmod. Mit dabei ist Petrit. Hallo. Ja, vielleicht auch mal aus dem Game Out gehen, du Affenkind. Ja, ich mach Alpha ja schon. Mo. Hi. Und Basti. Und Hi. Ich bin auch am Start, Leute. Ihr seht schon, dass ich eine Rüstung anhabe. Denn diese vier netten Herren werden sich jetzt hier in meinem Haus oder unten in der Altstadt verstecken. Und ich habe... Hey, Monsieur. Ja. Ja, guck. Was guck? Jetzt hör auf, Alter, der ist aber ein Mann, schon hoch zu sein. Mann, Stein, hör auf zu schießen, du hast nur begrenzte Munition. Also, die vier Kandidaten haben alle... sieht so dumm aus, Junge. Diese vier Kandidaten haben alle ein Desert Eagle Magazin mit 5 Schüssen, Leute. Und dürfen sich dann damit verstecken in der ganzen Stadt. Hör auf, ich hab richtig die Regel, ist ganz einfach. Wenn ich zweimal von denen getötet worden bin, bin ich raus. Das heißt, die Verstecker haben gewonnen. Habe ich aber alle vier Verstecker getötet, sind sie raus. Ist einfach Stecker getötet, ist für ihn die Aufnahme bzw. das Spiel beendet. Ganz simpel, ihr habt ein Magazin Desert Eagle, nachladen sich erlaubt, wer das tut, wird gebannt auf ewig. Und ich würde sagen, ich zähle jetzt... Halt's Maul, ich würde sagen, ich zähle jetzt bis 30, sogar im F1, damit ich euren Namen nicht sehe. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 Ehre. Und 1, 2, Ehre, 3, 4, 5, Junge, wie schnell zählst du, Digga? Wie viel Zeit lebst du? 8, 9, Hure, ne? 10, du bist so ein Ehrenloser, ne? 12, sobald wir auf dieser Craft-Deck mehr bist, hast du 14, keine Skrupel, Digga. 15, ja, du lachst, 16, ich lach aber nicht. 17, 18, ich hasse dich, ne? 19, 20, 21, 22, okay. 23, okay. 24, 25, 30. So, wer nicht versteckt ist, der kriegt jetzt richtig aufs Maul. Also, wen ich finde außerhalb der gemarkten Zone, der kriegt Ärger von mir, okay? So, Leute. Okay. Wo seid ihr kleinen Hunde? Ey, wie viel Schaden macht denn so eine Desert Eagle eigentlich? Boah, die macht schon, die könnte mich two-hitten eigentlich. Ey, das linksklick oder rechtsklick schießen? Patrick, das musst du jetzt herausfinden, mein Freund. Oh, Junge, du bist so unfair. Okay. Oh, oh. Ich hab so Angst. Ich will Rebi mal beobachten. Warte, ich versuche mal einen Spot, wo ich ihn beobachten kann. Stein! Stein! Ich hab dich gesehen, Stein! Oh, Steiny Boy! Ah, oh, ich seh dich, Stein! Oh. Stein ist damit schon raus! Meine Familie! Ich werde dich töten! Da bist du überhaupt! Ich werde dir helfen! Wieso tust du sowas? Stein, du bist raus. Hör bitte auf zu reden, okay? So, wo ist der Rest von darf euch, Leute? Gehen? Ja, du darfst gehen. Hau ab. Verlass den Tiefflügel. Ich lasse dich wieder aus. Ja, hau aus. Okay, und ich reite dich ab und jetzt Junge! Gottes Willen, Alter. Ja, gut, dass ich ihn direkt... er lief einfach auch instant, weißt du? Okay. Ich hab noch mal Leap Potion. Das darf ich auch noch benutzen. Was wie ist gesagt, das für ein wer außerhalb... so eine Sprungpotion. Wer außerhalb der gemarkten Zone ist und von mir nicht gefunden wird... Schau mal, wird also disqualifiziert. Ich weiß nicht, ob ich außerhalb bin, aber du warst gerade richtig nah bei mir, also werde ich wahrscheinlich du warst in der Zone sein. Auch richtig nah bei mir. Ich habe euch noch nicht einmal gesehen. Weißt du, wo ich bin, Petrit? Was? Weißt du, wo ich bin? Nee, keine Ahnung. Ihr dürft euch nicht einbuddeln, denkt dran, ne? Nein, ihr dürft ich stehe nicht voll einbuddeln. Offen, Digga. Ich stehe hier voll offen. Warte, ich will einmal schießen. Ah, ja, damit, damit zielt man. Oh Gott. Hörst du? Ah, wo hast du gehört? Ja, ja. Oh, ihr seid alle in einer Ecke, das ist interessant. Oh Gott, Petrit, du bist genau über mir. Nee, glaube ich nicht. Soll ich auch mal schießen? Allah, weg, weg! Ja, warte mal ganz kurz. Hä? Schieß mal. Ey, ihr seid alle über mir, hä? Ey, Leute, ich glaube, ich weiß, wo ihr seid. Wenn ich gerade nah bei euch gewesen bin, dann kann ich... Oh mein Gott, das war so nah. Das war so nah, Patrick. Oh mein Gott, das war ich aber das nicht. War ein großer Fehler. Diesmal war ich das nicht. Das war ein großer, großer Fehler. Oh, Digga. Wer schießt da? Ich weiß auf jeden Fall, in welchem Bereich ihr euch befindet. Das ist interessant, das ist gut zu wissen. Das ist interessant, dass du aber die ganze Zeit dran vorbeiläufst. Jetzt Maul, Alter, stimmt ja nicht mal. Doch, der läuft sich echt die ganze Zeit vorbei. Was seid ihr dreckigen Missgestalten denn? Junge, Alphastein hat sich einfach hinter einem Pfosten versteckt, der Affe. Der ist so unendlich dumm, dieser Junge. Aber ihr glaubt, ich fick euch nicht, ne? Aber ich werde euch ficken. Nee. Du warst gerade eben richtig nah an mir dran. Ich hab deinen Namen noch nicht einmal gesehen. Ich hab diesen Deagle-Schuss gerade so heftig laut gehört. Von wem war der gerade? Der war von mir? Also Der letzte war von mir. Oder? Ja, streitet euch doch rum, ihr Affen. Es war halt echt von mir. Ah, ich weiß, mal, wo jemand schieß ist. Nochmal. Oh, ich hab jemanden nachladen hören. Ah, okay. Oh, Mo, okay. Hörst du mich die ganze Zeit? Okay. Ja. Okay, Basti, ich glaub, du hast dich verraten, mein Freund. Ja, was glaubst du, wo bin ich?
Im Lagerhaus bei mir. Ja, da bin ich. Hier ist einfach keiner, du Stück Scheiße. Ja. Ich glaube, es hat sich auch keiner in meinem Haus versteckt, oder? Oh, ich schwöre es euch. Ich weiß es. Okay. Mann. Basti, ich locker bist du in der Innenstadt. Locker bist du in der alten Stadtmitte. Ja, genau. Locker. Was will ich da? Hey, wo seid ihr denn, Mann? Soll ich nochmal schießen? Hä, Mo, wo bist du denn? Du meinst, du wärst unter mir. Ja, also ich höre die Schüsse immer neben mir direkt, kurz keine Ahnung. Bevor du Alpha-Stein gefunden hast, warst du richtig nah. Auf der Brücke? Du Bastard, ich bin an dir eben vorbeigelaufen, ne? Nee. Nicht? Revi, finde uns. Finde uns. Oh mein Gott. Schon. Das ist so einfach, Revi, du machst es nicht so schwer. Ey, Digga, wo seid ihr denn? Digga, geh einfach in die Häuser rein. Ey, ich raff's grad wirklich nicht, Mann, was geht ab? Ich schwöre, wenn ihr weiter seid, als ihr nicht dürft, dann gibt's Ärger, ne? Nein! Kurz bevor ich Alphastein getötet hab, meint er. Okay. Hä, Digga, du hast mich nicht gesehen, Digga. Nein, ich hab dich... Oh, Alter! Oh Gott, wie laut war das gerade? Hä, aber ich höre das auch voll laut, aber ich sehe keinen Namen von dir, Revi. Au! Du hast mich erwischt! Nein! Als ob du nicht verreckt bist! Als ob du nicht gestorben bist, Basti! Du kleiner Bastard, Junge! Du kleiner Bastard! Boah, meinst du, du könntest mich backsteppen oder was, Basti? Ja. Hast du ehrlich gedacht, du könntest mich backsteppen? Hä? Ich hab euch kämpfen sehen, also hören, aber... Alter. Basti, wo bist du? Hey, verdammt! Oh mein Gott! Soll ich zu dir kommen? Ja, komm zu mir! Schnell. Wie geht's rein? Geh einfach rein! Oh und Sneak! Sneak! Baby, wo bist du? Als ob, Digga, der war... Ja! Basti ist raus! Oh Gott, war das knapp, Alter! Oh mein Gott! Mann. Schade, Basti! Ey, Basti, wo warst du? Auf meinem Dach, Junge! Auf meinem Dach, der... Okay, da sind wir weit weg von dir. Da sind wir weit weg von dir. Der hässliche Vogel. Oh, aber ihr vergesst, ich kann zoomen mit meiner Waffe, ne? Ja, ich kann auch zoomen. Ah, nee, du hast eine heftigere Waffe. Ja, ich hab eine MP5, Digga. Okay. Ich bin Game Mode 3, könnt ihr mich sehen, Digga? Nee, alles gut. Okay. Oh, wir müssen uns abhalten. Wo seid ihr, kleine Hundesöhne? Mo, bleib da, vertrau mir. Halt's Maul! Ich weiß... Oh, Mo! Was? Oh ich kann mir... Oh, wenn ihr zusammen kämpft, ist es richtig schwierig für mich, beide wegzuholen, ne? Ja, deswegen ja. Mo hat dich gesehen, oder was? Weiß nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, wo Mo ist. Ich kann mir vorstellen, Petrit! Der ist doch... Die kleinen Hundesöhne. Er sneakt, ja. Er sneakt. Oh, ich hätte mich da unten im Zombie-Spawner verstecken müssen. Pass auf, Mo, mach dich bereit. Ja, ja. Zieh die Waffe. Ihr kleinen Wichser. Zieh die Waffe. Ich weiß ganz genau, wo ihr seid. Ihr kämpft zusammen an einem Ort, oder? Ja. Vielleicht. Oh, Mann. Das ist schon nicht, Digga. Komm, Revi, zeig dich! Oh, wo seid ihr? Hauptsache er ist. Ey, das ist gerade so spannend für mich, Mann. Das ist gerade so spannend. Ich hab Angst. Junge. Ich hab Angst. Ey, wir müssen das demnächst echt in der Rebellion oder so machen, Digga. Ja, Leute, genau. Smasht mal den Like-Button oben, wenn ihr wollt, dass wir im Hidden Seek in der Rebellion spielen. Amen. AMK Army. AMK Army, Alter, im Maul. Rivo, bist du? Warte, bis ihr einen Fehler macht. Ihr werdet einen Fehler machen. Oh, ihr kleinen Bastarde. Ey, das ist so spannend, gell? Junge, wer schießt da? Petrit! Ich höre euch sogar nachladen, ihr Bastard. Ihr seid ganz nah. Ihr seid ganz nah. Komm doch, Revi, zeig dich. Du weißt, wo wir sind. Tu jetzt nicht so. Das ist so witzig, wenn man das als Außenstehender sieht. Ich sag dazu nichts. Nee, ich gebe keine Tipps. Nein. Hä, wo bist du denn? Revi, jetzt sneak mal ganz kurz. Nur ganz kurz, sneak mal. Nee. Doch, jetzt sneak. Ich will wissen, wo du bist. Nee. Wir bewegen uns da nicht weg. Revi, komm. Ich glaube, ich weiß, wo ihr seid. Digga, als ob du meinen Skin nicht sehen kannst. Komm, hörst du das nachladen? Ja, ich höre das nach. Komm, mach dich bereit! Halt den Trigger! Ja, ja. Du weißt wo. Ja, genau. Versteck dich da! Als ob. Ey, ich höre, dass ihr genau in meiner Nähe seid. Spüre das förmlich, Junge. Oh, ihr kleinen Bastarde. Ich kann nicht ausmachen, ob ihr über mir seid oder so, das weiß ich nicht. Mo, ja, du weißt, wo du ziehen musst. Ich habe seinen Namen, glaube ich, gesehen. Ja, egal. Ja? Ja. Nicht. Guck mal, da hoch meine ich. Revi, dein Ernst. Ach, da, ja, ich sehe. Boah, Revi, ne? Soll ich dir einen Tipp geben? Du bist richtig falsch.
Der ist schon die ganze Zeit komplett falsch. Oh, oh, oh! What? Beweg dich nicht so viel! Wo seid ihr kleinen Bastarde denn? Was denn? Wo? Versteck dich einfach! Hier, ich seh, ja, ja, ich seh. Junge, ich raste gleich aus. Ich weiß, wo ihr seid, Scheiße! Ich weiß es. Nein. Ich weiß es ganz genau. Humorhalter! Der ist hinter dir, Petrit. Ich weiß es. Ey, bin ich an dir vorbeigelaufen? Ey, wir sind verarschen, Digga. Ich dachte, du weißt, wo wir sind. Du bist voll am Arsch der Welt! Junge, wo, ihr kleinen dreckigen Bastarde. Wo versteckt ihr euch? Junge, wo seid ihr denn, Mann? Ich höre nur die Schüsse. Ja, ey, Digga, guck ein anderes Gebäude. Ey, wir dürfen unsere Munition nicht verschwenden. Digga, dürfen wir rein theoretisch rauskommen, dich töten? Ja klar, wenn du hast zwei Leben. Traut, wenn ihr euch traut. Achso, ja stimmt, ihr Kombo, Alter. Komm mal mit, Alter. Nein, lass hier bleiben. Okay. Er rennt die ganze Zeit um uns herum, das ist voll witzig. Das ist auch voll lustig. Revi, komm doch, Digga, dieses eine Gebäude, geh einfach rein. Mach so ein richtig obvious Gebäude, nichts Besonderes. Digga, er zwingt mich an. Das ist so schlecht, gell? Digga, ich raff's nicht, Mann, wo seid ihr denn? Digga, das Gebäude hat G-Time gebaut. Ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht, Petrit. Oh, Digga, wir haben 3 Monate Craft. Ey, ich komm jetzt raus, Digga, ist mir scheißegal. Ich weiß es nicht. ich weiß wirklich nicht, wo ihr seid. Ich hab keine Ahnung. Verarschen, Digga. Wir sind auf jeden Fall nicht im Erdgeschoss, erste Oberetage. Ja, aber wo? Ja, Digga, sag ich doch nicht. Das ist halt ein Sieg. Ich weiß wo. Oh mein Gott! Oh, Petrit! Deine Waffe ist viel zu overpowered! Oh, Pet, du hast mir 4 Herzen gezogen, ne? Nein, das weißt niemals. Du. Wenn doch, ich die Folge sehe, dann... Hast du. Okay. Du hast mir Headshot gegeben. Mo, töte ihn! Ah! Ah! Nein! Was mach ich denn da? Mann. Junge Mann! Wir waren geil. Im Fischerhaus, Digga. Oh, ich wusste das, deshalb bin ich reingesneakt. Oh, ja. Digga. Ach, du Hund, oh, Alter. Oh Mann, Nervenkitzel des Todes. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall von der Aufteilung her... Hör auf zu schießen jetzt, du Bauernlümmel. Ich würde sagen, das ist von der Aufteilung hier auf jeden Fall echt fair, Leute. Das war's von dieser ersten Folge von Heidensieg. Wenn ihr Bock auf weitere Folgen habt, smasht auf jeden Fall einen Like-Button nach oben, Leute. Ich würde mal sagen, so bei leckeren 30.000 Likes gehen wir mal rüber zur Rebellion und spielen da. Und ja, Leute, checkt auf jeden Fall Mo, Petrit und Basti und Alphastein ab. Und ich würde sagen, mit einem freundlichen Tudelü, ihr blöden Wichser, verabschiede ich mich, auf Wiedersehen, ciao! Tschüss! Tschüss.